Anton, wen siehst du denn hier, bei wem siehst du hier die Nasenspitze so ein bisschen weiter vorne? Ja, schwer zu sagen. Kenne die beiden Mannschaften nicht so gut. HTHC ist Hamburger Meister geworden, meine ich. Mit 20 Punkten. Beim MSC weiß ich es leider nicht. MSC das müsstest du mir jetzt auch beantworten. Meister in allen Belangen. Daher könnte ich mich allerdings jetzt in der Süddeutschen haben sie gewonnen, aber dann mussten sie sich Mannheim geschlagen geben. In der jetzt, lass mich nicht lügen, Südostdeutschen? Nee, ich weiß nicht. Südwest? Wer spielt da gegeneinander? Südwest? Anton, weißt du es? Nee. Ich weiß es nicht. Weiter geht's, es ist jetzt auch egal. Jetzt ist das alles Vorgeplänkel, das ist alles Vergangenheit. Jetzt geht's hier los. MSC gegen HTHC und natürlich sind wir hier in Lübeck in Schleswig-Holstein und natürlich sind die Fans vom HTHC, vom Harvest Tehuda Hockey Club in der Überzahl. Die schwenken die schwarz-gelben Fahnen und versuchen ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen. Aber auch vom MSC, dafür, dass die Anreise dann so weit war, sind viele gekommen. Und jetzt geht's los. Egal, wo wir sie gerade erreichen, ob sie gerade den Stream im Bett, im Bad oder vielleicht auch im Wohnzimmer schauen. Jetzt geht's los. Jetzt packen wir's. Wie die Bayern das immer so schön sagen. Marvin Nah, der Mann mit der Rückennummer 10. Jetzt gerade am Ball. Kapitän bei den Münchnern. Schon ein überragendes Spiel gemacht. Spielt den Ball rüber auf Björn Dali. Ich habe eben mit Björn gesprochen. Er hatte diesen wunderschönen Namen Cerdaheli. Wird normal ausgesprochen einfach. Cerdali ist für uns Kommentatoren auch etwas einfacher. Na, hakt er ein, kriegt aber den Pfiff für die Münchner. Anton, wie wichtig ist das, einfach mal gut in so ein Spiel reinzukommen, ein bisschen mit Ruhe zu spielen? Ja, sehr wichtig. Gerade am Anfang ist angesagt, erstmal abtasten, gucken, was macht der Gegner. Macht der Druck, geht er in die Defensive. Am besten ist es, jedem mal die Möglichkeit geben, ein bisschen Touch zu bekommen am Schläger. Und dann kann es auch losgehen. Das ist richtig. Und es sieht auch, wenn man das so mit den ersten Matches vergleicht, hier am Anfang etwas verhaltener aus. Jetzt kommt vielleicht mal die Möglichkeit. Cordes stoppt und es gibt die Strafwecke für den HTHC. Cordes mit einem für den Schiedsrichter zu hartem Einsteigen. Und dadurch gibt es jetzt die Strafwecke für den HTHC und jetzt bin ich davon überzeugt, dass sich Tomasz Laskowski da was richtig hat, Schlaues hat einfallen lassen mit seinen Jungs. Als Herausgeber schickt er seinen Zehner. Und das, der heißt Valerian Knauer. Zum Schuss bereit steht Jamie Staudinger, der Mann mit dem Stürmband. Wohl eine Ablage werden. Ja. So sieht's aus. Und die ist nicht im Kasten. Knappes Ding. Und Felix Schwabe im Kasten, der Münchner, der freut sich mal so richtig. Das war schon mal die erste richtig dicke Möglichkeit aus Seiten der Hamburger. Aber beide Mannschaften stehen tief. Kann man das so sagen? Das hat auch zur Folge, dass sich Marvin Nah und Björn Cerdaheli, der Jugendnationalspieler in Reihen der Münchner, den Ball ohne Probleme stundenlang hin und her spielen, ohne dass da groß Druck kommt. Jetzt stehen sie wirklich sehr tief, die Hamburger. Aber vorher mit Trainer Patrick Harry Fritsche, der Münchner, gesprochen. Und er hat mir das auch versichert, dass er davon ausgeht, dass der HTHC tief stehen wird. Und dann eben mit den schnellen und hochqualitativen Spielern versucht, vorne zum Torabschluss zu kommen. Schippern. Cordes. Abgefangen der Ball von Sino auf den Backer, der sich da durchtankt und den Pfiff will und den Pfiff bekommt, aber nicht im Kreis. Dementsprechend nur ein Freischlag. Dreieinhalb
Minuten sind gespielt. Momentan zeichnet sich hier noch nicht ab. Wer die Nase vorne hat, ich glaube, eine gute Chance. Die Strafecke für den HTHC. Ansonsten, ja, momentan etwas schleppend. Das hält die Zuschauer aber nicht davon ab, auf den Rängen mal so richtig Dampf zu machen. Anton, wie wichtig ist das als Spieler? Du weißt es, du hast selber schon zweite Bundesliga gespielt. Wie wichtig ist das, von den Rängen Unterstützung zu bekommen? Ja, immer wichtig. Gerade jetzt für den HTHC ist es natürlich super, den Heimvorteil zu haben. Mit einer Stunde Fahrt ist auf jeden Fall, kann man sagen, Heimvorteil. Aber auch die Münchner, hast du ja auch gesagt, haben Unterstützung hier. Und daher wird es, glaube ich, für beide gut sein. Ja, was auffällig ist, ist natürlich die Überzahl der Jugendnationalspieler bei den Münchnern. Da wären zum einen Marvin Nah, der Mann mit der Nummer 10. Jan Cordes, auch Mittelfeldspieler, der Mann mit dem Kopftuch, hätte ich jetzt fast gesagt. Mit dem Stirnband, der Mann mit der Nummer 15. Und eben Björn Czerdaheli, der Mann, der jetzt am Ball ist, mit der Nummer 25. Auf Seiten der HTHCs gibt es da aktuell noch keine Nationalkicker. Aber die können sich ja heute empfehlen. Vielleicht mal jetzt durch einen schnellen und zügig vorgetragenen Angriff. Czerdaheli hat was dagegen und baut mit Marvin Nah und Cordes die drei, die DHB-Achse der Münchner, wieder auf. Wichtig ist natürlich auch, wenn der HTHC dieses Spiel verliert, sind sie direkt raus. Das heißt, es heißt jetzt alles oder nichts. Und darf haben sie noch die Zeit natürlich, in der ersten Halbzeit noch 10 Minuten, aber später wird es dann auch heißen, wenn sie hier hinten liegen, dass sie aufmachen müssen. So sieht's aus. Auf Dauer, gerade mit dem Rücken zur Wand, wie man das immer so schön sagt, können sie dieses Spiel, was sie momentan an den Tag legen, nicht durchziehen. München sehr ruhig, Trainer wirken ruhig, auch auf beiden Seiten. Ich habe gestern Abend beim Abschlusstraining noch mit Harry Fritsche sprechen können. Hat die Jungs vor 5 Wochen übernommen. Ist ja normalerweise Bundesliga-Trainer bei den ersten Herren. Und haben versucht, eine Spielidee zu entwickeln, um hier erfolgreich zu sein. Aber ich bin mir sicher, eben auch Thomas Laskowski auf Seiten der Hamburger hat seine Jungs lange, lange darauf vorbereitet. Wirklich beeindruckend, was für ein Trainerstab und Betreuerstab auch um diese gerade mal 16, 17 Jahre alten Jungs sich versammelt hat. Und jetzt vielleicht mal die Chance. Schön gemacht! Und die Riesenchance, aber es klappt nicht ganz. War anscheinend hoch, pfeift der Schiedsrichter. Julius De Waal war das erste Mal, der sich da wirklich sensationell rausdreht. Das ist ja immer so eine Geschmackssache, ob man da... Jetzt gucken wir erstmal auf die Chance. Gibt's aber nicht. Ist ja immer so eine Geschmackssache, ob man dafür so Kabinettstückchen zu haben ist, für Hackespitze. Natürlich gibt es das auch im Hockey. Hier haben wir mal eins gesehen und meiner Meinung nach war es von Julius De Waal wunderschön anzuschauen. Am Ende hat auch kein Trainer was dagegen, wenn es eben gut ist. Aber das ist gut, was jetzt hier passiert. Ben Omert zimmert das Ding unten links in die Maschen. Czerdaheli bricht auf der rechten Seite da schön durch und dann schiebt er den Ball nur noch in die Mitte. Ben Omert steht da, sagt danke. Ja, schöne Direktabnahme. Unten links, unhaltbar. Schließt er ab. Und wieder mal ist es der Mann mit der Nummer 25. Björn Czerdaheli, der durchbricht. Im ersten Spiel hat er schon zweimal getroffen. Ganz wichtiger Mann für die Münchner. Gibt den Vorteil nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Schiedsrichter haben alles soweit unter Kontrolle.
Und wieder weiterhin der ruhige Aufbau bei den Münchnern. Ja, die haben ja jetzt natürlich auch Zeit. HTHC muss jetzt reagieren und die Tore machen. Ja, haben wir vorher auch schon ruhig gespielt. Legen sich den Gegner so ein bisschen zurecht. Ist ja schwierig, gegen so tiefstehende Mannschaften anzukämpfen. Da muss man geduldig bleiben, ne? Und nicht den Mut verlieren. Wie ist deine Erfahrung dazu? Ja, du sagst es. Ruhig bleiben und so lange rumspielen, bis sich die Lücke ergibt. Und nicht zu früh spielen, auf jeden Fall. Und irgendwann ergibt sich auch bei den besten Mannschaften die Lücke. Auch wenn wir hier natürlich bei den besten Mannschaften Deutschlands angekommen sind. Zumindest im Bereich natürlich der männlichen Jugend B. Vom MSC weiß ich, die sind aktuell vertreten bei den Knaben A und also auch bei der MJB. Natürlich hier und bei der MJA auch deutsche Meisterschaften. Da läuft es im Moment, was die Jugendarbeit angeht. Auch die Herren zum ersten Mal seit über 10 Jahren wieder im Final Four. München scheint wieder, ja, einen Platz auf der Hockeylandkarte Deutschlands sicher zu haben. Der HTHC natürlich eine Hamburger Hockey-Institution. Zwei unglaubliche Traditionsvereine, die hier heute aufeinandertreffen. Marvin Nah fängt den Ball ab. Jetzt haben wir 2 gegen 2. Nah und Salge. 3 gegen 2. Und er verdribbelt sich. Ja, und man merkt, dass langsam der HTHC hinten aufmachen muss. Wir gucken mal rauf. Co-Trainer beim HTHC ist Zafakir. Den sehe ich da gerade lautstark seine Jungs anfeuern, nach vorne peitschen. Und die werden das auch machen. Immer wieder über Jamie Staudinger, Hamburg-Auswahlspieler. Ganz wichtiger Mann bei den Schwarz-Gelben, der da hinten dirigiert und die Truppe zusammenhält. Aber nicht wirklich das Spiel mit viel Torraum zählen. Jetzt mal, da kräuseln sich bei Thomas Lakowski die Haare. Bei so einem Pass vorm eigenen Torwart lang. Jetzt kann es vielleicht mal schnell gehen. Schippern versucht da durchzubrechen über den Vorzieher, aber schafft es nicht. Konter, Fragezeichen, Konter, Ausrufezeichen. Der Schuss und da klingelt es im Kasten. Nee, aber pfeift er gegen. Pfeift er jetzt geschlagen oder nicht? Sehe ich auch so. Der Ball geschlagen. Die Leute, die zuschauen, wissen es. In der Halle strengstens verboten. Und das sorgt natürlich für Unmut auf Seiten der schwarz-gelben Fans, die dieses Tor natürlich gerne gesehen hätten, um ihre Hamburger wieder im Spiel zu sehen. Und die gehen jetzt auch rauf und das kontern sie schön. Scherda Deli. Und das ist das Ding. Sei gemacht. Auch kein Tor. Jetzt haben wir es auf beiden Seiten. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Auf beiden Seiten nehmen sie jetzt hier die Tore zurück. Also auch Jubel bei den Münchnern und jetzt auch wieder Unmut. Es bleibt beim 1:0. Aber es sind ja noch 2 Minuten 30 zu spielen. Und dann haben wir auch noch eine ganze Halbzeit für sie vorbereitet. Also insofern glaube ich nicht, dass es hier bei dem einen Tor bleiben wird. HTHC wechselt und ihr Zehner. Das ist Valentin Knauer. Der nimmt sich den Ball und baut wieder mit Jamie Staudinger auf. Oh, München unsortiert. Aber man merkt jetzt, Anton, dass der HTHC mehr Spielfreude entwickelt. Dass da mehr Zug nach vorne entsteht. Scherdadeli. Na, vorm eigenen Torwart lang. Gefährlich, aber jetzt haben sie Platz. Salge. Och, macht's langsam. Wäre mehr drin gewesen, meiner Meinung nach. Schippern.
Ball ist eingeklemmt. Seige versucht, Cordes kriegt den Ball nicht aufs Tor. Ja, Maxi ist auf jeden Fall richtig jetzt. Sie haben es nicht nötig. Sie führen jetzt nicht so hektisch spielen. Aber man sieht es auch, HTRC drückt jetzt drauf mit beiden Stürmern. Aber man muss ehrlich sagen, ein Tor im Hallenhockey ist natürlich nichts. Marvina. Eieiei, das kann teuer zu stehen kommen. Ball ins Brett. Torschuss gut gehalten von Felix Schwabe. Gibt's da irgendeinen Pfiff? Gar kein Pfiff. Ferdinand Spitz kommt auch nicht an den Ball. Jetzt vielleicht. Und am Ende wird es vom Schiedsrichter beendet. Mit einem Pfiff für den HTRC. Und für Valerian, Entschuldigung, Knauer. Der Mann mit der 10 gefällt mir gut. Jetzt gibt's wieder keinen Pfiff und wieder kein Tor so richtig. Da gibt's jetzt aber den Pfiff. 3 Meter Abstand beachten. Gibt wieder den Pfiff. Das ist ganz interessant. Wenn man mehrmals keine 3 Meter Abstand hält, dann kann es auch mal die Strafecke geben. Scherda Deli. Eieieiei, individueller Fehler. Julius De Waal alleine gegen alle. Aber er holt zumindest den Pfiff. Und jetzt gibt's Halbzeit. Pause. Der MSC führt mit 1:0. Wir gönnen uns 5 Minuten Ruhe und sind dann ganz sicher wieder für Sie da. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der männlichen Jugend B. Deutsche Meisterschaften, Gruppenspiel, HTHC gegen den MSC. Und ich habe richtig Lust auf die zweite Hälfte. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Wir haben gerade mal nachgeguckt. Wir haben mal gerade in die ganz verstaubten Lexikas geguckt. Wie oft denn beide Mannschaften schon einen MJB-Titel nach Hause nehmen konnten? Beide einmal. Und zwar der MSC im Jahr 2001 und der HTRC im Jahr 2002.
Aber seitdem kam da auch nicht mehr viel, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Hoffnungen für die Zukunft liegen also eben auf diesen 5 Jungs, die jetzt gerade auf dem Platz sind, oder 6. Und natürlich noch auf den, die gerade kurze Schaffenspausen von ihren Trainern genehmigt bekommen. Ein gefährlicher Ball von Marvin Nader durch den eigenen Kreis. Gibt den Pfiff für die Münchner. Jetzt gut durchgebrochen auf der rechten Seite. Cherardelli kann den Ball abfangen. Kann er kontern? Nein, kann er nicht. Gibt den Pfiff gegen und damit wieder die Chance für ATRC ruhig das Spiel aufzubauen. Gute Möglichkeit jetzt für die Hamburger. Wenn sie es jetzt schnell machen, aber dann müssen sie auch genauer spielen. Das darf auf diesem Niveau dann nicht mehr passieren, dass ein Ball einfach mal ins Nirgendwo rollt, aber sie machen trotzdem was Gutes draus. Und Felix Schwabe hält wie eine Katze. Unglaublich. Hält er den ersten und ist dann sofort wieder da und hält den zweiten. Und das in so einer Montur. Sensationell. Ja. Gibt's wieder den Pfiff und wieder hält Schwabe den. Da dürfen sich die Münchner jetzt mal ganz herzlich bedanken. Bei ihrem Torwart mit der Rückennummer 27. Vielleicht bedankt sich ja Felix Salge mit einem Torchen, aber es gibt wieder den Pfiff. Nice. Wieder den Pfiff. Florian Salge heißt ja ein guter Mann. Bruder, der heißt Felix Salge. Verzeihung. Hat jetzt hier gut aus der Pause gekommen. Salge wieder, der macht es jetzt stark. Jetzt könnten sie Schippern schicken. Cordes hat die Augen nur auf den Ball. Da sieht Salge, der sieht Schippern. Jetzt kann es gefährlich werden. Da wäre Cherardelli zum Einschieben bereit gewesen in alter bayerischer Thomas Müller-Manier. Und jetzt sind die Fans natürlich auf beiden Seiten auch wirklich da. Die merken, wie eng die ganze Nummer ist. Der HTRC kommt spritzig, fröhlich aus der Pause mit richtig Lust und Spaß am Hockey. Aber Marvin Nahr, der hat das auch. Der hat das auch und der sieht Schippern. Und auch hier ist Keke Frederiks im Tor der Hamburger zur Stelle. Unglaublich, was sie hier für eine Torwartleistung sehen. Auf beiden Seiten, überragend. Aber auch vorher überragend, wie Marvin Nah eine ganze Mannschaft alleine ausspielt. Und das macht er jetzt nochmal vor, indem er Band-to-Band Omar spielt. Und da ist er drin. Und er trifft zum zweiten Mal am heutigen Tage. Der Mann mit der Nummer 31. Und da gehen die bayerischen Pauken und Trompeten an. Die Münchner sagen Danke und die Hamburger wollen den Ball schnell wieder ins Spiel bringen. Weil die jetzt zwei Tore aufhören müssen. Und wenn man ehrlich ist, müssen die drei schießen, Anton. Sonst. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie die Situation beim Unentschieden aussieht. Da sie noch ein letztes Spiel da haben. Ich meine, das würde auch reichen, wenn ich da richtig bin. Jetzt hauen wir gleich die Statistiker auf die Finger. Aber das Risiko geht jetzt mal. Also der MSC wirklich mit breiter Brust im Turnier. Wieder Omat. Drittes. Ne. Da hat Jamie Staudinger was dagegen. 3-1 und zwar.
Da spielt Jan Korn ist nicht so schlau aus. Jetzt vielleicht kriegt er die zweite Chance mit gesehen. Da ist die Strafe. Strafecke für die Münchner. Und das findet der Trainer von HTHC gar nicht gut. Ich meine, das ist der Co-Trainer. Aber was wollte er denn, was hat er denn gepfiffen und was wollte der Co-Trainer haben? Wir werden es wohl nie erfahren. Was wir allerdings erfahren werden, ist, ob Ben Oma diese Ecke von Björn Cerdadeli rausgegeben, gut gestoppt. Und ob Jan Cordes die dann wie im ersten Spiel in Winkel schweißen kann, kann er nicht. Wäre jetzt auch zu viel des Guten gewesen, so gut wie die Hamburger aus der Pause herausgestartet sind. Und immer wieder. Es sind zwei Tore, natürlich 2-0. Hört sich gut an für den MSC, aber Harry Fritsche, der Trainer der Münchner, der weiß genau, das war es noch lange nicht. Immer wieder Endstation, Jenny Staudinger. Wir haben mit der Nummer 3 im Trikot der Hamburger nach dem Spiel. Zweimal kommt er zum immer schwierig im Hallenhockey wirklich zu, sich in diese zentralen Torschusspositionen zu bringen. Dafür sind die Verteidiger auch sehr geschult. Oft versuchen sie von außen zum Abschluss zu kommen, teilweise mit der Rückhand. Aber das ist ein bisschen zu genau. So. Jetzt gegen Staudinger. Staudinger macht das Spiel so. Mit seinem Abwehrkollegen Valerino Knauer. Weiter extrem engagiert. Spielen eine 1-1-Deckung momentan. Also auf 2-0 verwalten. Das sieht anders aus. Die haben richtig Lust, hier noch ein drittes Türchen zu schießen. Da sieht man mal. Bei Stand von 2-0 fällt dem HTHC oder 0-2 aus HTHC-Sicht nichts anderes ein, als auf den Ball hinten raus zu schießen. Erstmal wieder etwas Luft zu verschaffen. Aber man sieht es jetzt, das aggressive Pressing, diesmal mit Erfolg. Freischlag am Kreis. Aber so muss es machen. Ja. Bleibt jetzt auch nichts anderes mehr. Beide Trainer wild gestikuliert. Ändert alles. So, es gibt den Wechsel. Salge auf dem Platz jetzt. Die Zwillinge. Mal gucken, ob die Abwehrspieler sich gleich zweimal umschauen, wenn da plötzlich der gleiche nochmal steht. Da ist der eine von den beiden. Der dribbelt allerdings völlig ins Aus. Und daher Abschlag für die Hamburger. Beschwert sich, kriegt den Pfiff aber nicht, meiner Meinung nach zu Recht. Und jetzt kann es gefährlich werden. 3 gegen 1 und wieder Felix Schwabe und den Spieler nie. Die gute alte 3-Kontakte-Regel beim Hockey. Schipper. Ist schon im Schusskreis. Aber er macht es jetzt richtig, nicht schön hinten rausgespielt. Neu aufbauen und dann eine neue Chance haben. Gefällt mir extrem gut, mit welcher Souveränität die Münchner mit diesem Pressing hier umgehen. Absolut ruhig und immer wieder suchen sie vor allem Marvin nach. Überragender Mann. So, neuer Aufbau über Robert Mücke. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, hat das beim HTHC momentan nicht alles so Hand und Fuß. Die Ideen sind erkennbar, aber sie schaffen es nicht, den Angriff wirklich bis vorne in den Kreis vorzutragen. Und zu
zu allem Überfluss wechselt der MSC mal eben zwei Jugendnationalspieler ein. Jetzt gibt es ein kurzes Timeout. Der Torwart hat da anscheinend seine Meinung mal dem Schiedsrichter gegenüber geäußert, hat mal höflich nachgefragt. Oder höflich kundgetan, wie er zu manchen Entscheidungen steht. Kurzes Gespräch unter Männern und dann ist das Ganze auch schon wieder erledigt. Und es ist wieder Zeit für Björn Cerdadeli, die Linie auf und ab zu ackern. Wie auch schon im Spiel Nummer 1, wie gesagt, zweifacher Torschütze. Der das DFB-Trikot ab und an mal überstreift, aber der vertändelt sich auch. Schade. Und das ist zu Recht der Pfiff für Hamburg. Gut geholt von Bentler. Auch direkt die Karte jetzt. Ach Quatsch. Marvin Nah sieht die Karte, er kann es nicht fassen. Ungläubig fasst er sich an die Stirn. Doch, Marvin, es ist so. 2 Minuten. Darf er Platz nehmen? Der Mann mit der zähen Fleisch, Anton, ist das jetzt die Wendung? Das werden wir jetzt sehen in den nächsten Minuten. Man will es nicht beschreien. Der MSC wechselt defensiv, Schippern, ein Stürmer raus, dafür Philipp Diermeier defensiv orientiert rein. Und Knauer, zentraler Aufbauspieler im Dreieraufbau der Hamburger. Jetzt gibt die lange Ecke. Sie sehen es oben eingeblendet. 3 Minuten 35 Sekunden gibt es noch. Da 2 Tore zu machen für die Hamburger ist jetzt mal eine Aufgabe. 1 in Überzahl. Fragezeichen. Kugel läuft gut, aber nicht zwingend genug. Und wieder ist ein Mönchen dazwischen. Es gibt wieder lange Ecke. So, Marvin Nah macht sich schon wieder bereit. Die sind wieder voll zu. Ach, sie sind schon. Danke, Anton. Tatsache. Marvin Nah macht sich trotzdem bereit, aber zum Einwechseln. Werden mit dem Blick denn so jetzt macht Jan Kordes das Spiel mal schnell, wird gelegt durch den Pfiff. Und das kann Zino auf Acker überhaupt nicht fassen. Mit der Nummer 7 bei den Schwarz-Gelben. Schimpan kriegt nicht die lange Ecke, die er sich erhofft hatte, sondern Abschlag. Der ATRC muss jetzt nochmal ran, der muss nochmal ein Türchen machen. Sonst war es das mit den deutschen Meisterschaften. Da kam es jetzt die nächste Karte, muss man für HTRC. Das heißt, jetzt wird es richtig runter sein, noch 2 Tore zu schießen. Und das war der berühmte Timo Aufmarker, den ich eben schon erwähnt hatte. Der da, ja, Meinungsverschiedenheiten mit dem Offiziellen hatte. Zwei Minuten 15 noch für Hamburg in Unterzahl. Das ist jetzt meine Aufgabe. Vielleicht 3 Tore brauchen sie. Nee, brauchen sie aktuell nicht, weil Salge an Keke scheitert. An Keke Frederik. Ja, aber die Münchner spielen. Die spielen das sehr souverän. Die spielen das gut. Na, Cordes, Cesar Bali. Das ist eben diese Achse, die super funktioniert aktuell. Oh, das holt er die Ecke. Ja, holt er. Es gibt nochmal Strafecke für München. Und wenn die jetzt sitzt, dann ist endgültig alles klar. Aber auch wenn die nicht sitzen sollte, wage ich stark zu bezweifeln, wie stark protestierende Hamburger hier noch.
noch zurück haben wollen. Ecke Fredericks gibt nochmal Anweisungen, wie rausgelaufen werden soll. Die deutsche National-Dreierachse steht bereit, legt ab auf Schippern und der schweißt das Ding oben links rein. Was ein Tor, oben links, Ablei direkt. Wunderschön. Das macht richtig Spaß zuzuschauen hier bei den jungen Münchnern. Und das war's leider damit wohl. Das war's aus Hamburger Sicht nach Hamburg, leider nach München. Glückwunsch, nächster Sieg der Jugend B. Boah. Holla! Wo alles verloren scheint, fangen sie an zu zaubern. Wunderschöne Treffer von Julius de Waal. Aber was für ein Kabinettstückchen. Zauberei, was der da vorne betreibt im Kreis, der Münchner. Kommt jetzt nochmal das große Aufbäumen. Ich wage es zu bezweifeln, wenn ich ehrlich bin. Gibt den Pfiff für München. Die Münchner zählen runter und jetzt ist es vorbei. Der Münchner Sportclub gewinnt, meiner Meinung nach höchst verdient, mit 3:1 gegen den HTHC, bei dem Julius de Waal zum Abschluss nochmal ein richtiges Traumtor auspackt. Damit verabschiede ich mich und begrüßen wir Sie mit anderen Kommentatoren wieder beim nächsten Spiel. Da trifft dann der MHC auf Rot-Weiß Köln. Damit wünschen wir Ihnen natürlich viel Spaß.